recht herzliches Willkommen hier bei uns auf der Burgstraße beim 32. Weinstraßenfest hier in Kinheim. Liebe Gäste, liebe Kinheim-Kindler, wir begrüßen Sie ein letztes Mal recht herzlich zur Eröffnung des 32. Weinstraßenfestes hier in Kinheim. Wir, das sind die Weinmajestäten von unserem Weinort. Ich, Weinkönigin Franziska, mit meinen Prinzessinnen Lara und Maureen. Heute Abend ist für uns ein ganz besonderer Anlass. Zum letzten Mal werden wir als Weintrio das Straßenfest eröffnen und danach gemeinsam über die Straße ziehen. Zum letzten Mal aus dem ganz einfachen Grund, weil sich unsere Amtszeit dem Ende zuneigt. 2 Jahre durften wir den Kinheimer Wein und seine Winzer auf Veranstaltungen in und außerhalb unseres Heimatortes repräsentieren. Unser letztes Amtsjahr war aber keineswegs langweilig. Es war gefüllt von so manchen Auftritten, welche uns auch weiter wegführten. Nun spannen wir Sie nicht länger auf die Folter. Lassen Sie sich von den Kinheimer Winzern und den moselländischen Spezialitäten verwöhnen und genießen Sie schöne Stunden. Feiern Sie mit uns unseren letzten Abend. Was würdet ihr beide jetzt zu einem guten Glas Wein sagen? Wir würden es trinken. Wir würden es trinken, denn auch Goethe sagte schon, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zum Wohl. Seid ihr bereit? Lasst die Korken knallen. Zum Wohl. Mein Gott. Also, das kann ja nicht wahr sein. Vor 2 Jahren stand ich in der kurzen Hose hier. Ich habe das Mikro an die Hand genommen und es fing an zu regnen. Jetzt habe ich mich dieses Jahr auf alles eingestellt. Meine Gummistiefel geputzt, die brauche ich nicht. Meinen besten Schirm mitgeholt, den brauche ich auch nicht. Regenjacke. Natürlich meine Regenjacke mitgebracht, die brauche ich auch nicht. Hemd auch nicht. Aber was ich heute brauche, einen Sonnenhut. Und einen Sonnenschirm. Recht herzlich willkommen hier auf dem Brückenplatz zum 32. Weinstraßenfest. Zur Krönung, zur feierlichen Krönung der neuen Ortsweinkönigin. Den Schirm lege ich jetzt auch mal weg. Mein besonderer Gruß gilt der amtierenden, noch amtierenden Weinkönigin von Kinheim, Franziska, mit ihren Prinzessinnen Lara und Maureen. Da vorne mittendrin. Eure gemeinsame Amtszeit rund um den Moselwein, den Kinheimer Wein, geht heute zu Ende. Für dich, Maureen, fängt eine neue Amtszeit an. Diesmal als Königin. Ferner, und da geht der Begrüßungsreigen etwas weiter, ferner begrüßen, und ich freue mich, dass wir Weinhoheiten aus den umliegenden Nachbargemeinden begrüßen dürfen, von Braunberg bis Enkirch bis Reil begrüßen wir. Aber allen voran möchte ich extra begrüßen die
Moselweinprinzessin Lena Essen aus Kesten. Herzlich willkommen. Vielen Dank der Winzerkapelle Kinheim für diesen Einmarsch. Und ihr beiden, jetzt stehen wir hier oben. Tja, da könnten ja viel besser ein Eis essen gehen bei den Temperaturen. Aber das steht anschließend wieder an, wenn ihr in das bürgerliche Leben zurückversetzt werdet oder worden seid und dann die Zeit genießen werdet, die nicht mehr mit offiziellen Auftritten, mit abrufbarem Lächeln und mit freundlichem Zuwinken dann begleitet ist. Frau Lena Esseln, ich darf Sie kurz nach oben bitten, denn dafür sind Sie natürlich hier zu uns gekommen, für aktiv hier natürlich teilzunehmen. Und es freut mich ganz besonders, Sie heute hier bei uns in Kinheim, nicht in Kesten oder Minheim, in Kinheim zu begrüßen. Ja, zunächst einmal herzlich willkommen hier auf dem Kinheimer Wein- und Straßenfest. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und zu meinen Erlebnissen im letzten Jahr, da gehört viel. Das sind zum einen die Weinfeste, wie eben hier. Aber ich war auch sehr viel in Deutschland und im Ausland unterwegs und durfte unseren herrlichen Moselwein auf Weinmessen und anderen Veranstaltungen vertreten. Und besonders gut hat mir da unter anderem gefallen, zum Beispiel in Italien war ich auf einer Weinmesse, wo verschiedene Weine vorgestellt wurden, die wir haben ja hier den Steilhang, aber es gibt durchaus auch andere extreme Bedingungen, unter denen Wein wächst. Und diese Winzer waren eben dort vertreten. Das war mal nett zu sehen, was die anderen denn so für Quälereien mitzumachen haben. Aber es war vor allen Dingen auch toll, wie viel Interesse da für unseren Moselwein war, trotz der internationalen Konkurrenz. Ja, und ansonsten freut es mich immer wieder, wenn ich auf solchen Weinfesten bin, hier in der Region wirklich unsere Weine probieren kann und dieses moselländische Lebensgefühl, diese Freude am Leben und die Freude am Wein genießen kann. Und das macht so in der Summe das Jahr zu einem wirklich schönen Jahr. Ich habe heute Morgen im Halbschlaf gelegen und denke, wie kannst du die denn begrüßen? Und da wir Weinhoheiten von Brauneberg bis Reil hier haben, bin ich in die Landkarte gegangen und Sie können es mir wirklich glauben. Von Brauneberg bis nach Reil sind es genau 42,195 Kilometer. Das ist genau die Strecke eines Marathons. Meine Prinzessin Lara und ich, Weinkönigin Franziska, heißen Sie heute Abend ein letztes Mal als Weinmajestäten von Kinheim-Kindel auf dem Straßenfest willkommen. Ja, Sie haben richtig gehört, ein letztes Mal. Und ganz bewusst habe ich in meiner Begrüßung den Anlass des heutigen Abends verschwiegen. Denn es ist tatsächlich soweit. Unsere Amtszeit als Repräsentantinnen des Weines geht heute zu Ende. Aber da, wo ein Ende ist, ist auch immer ein neuer Anfang. Danke an alle Kinheimer Winzer für euer Vertrauen und eure Unterstützung. Dank euch sind unsere und auch ihre Gläser, liebe Gäste, immer gefüllt. Ob am Tag der offenen Weinkeller oder am Stand beim Straßenfest, ihr habt uns immer mit offenen Armen empfangen. Ja, somit haben wir wieder eine neue Weinkönigin. An der Stelle schon meinen herzlichen Glückwunsch, liebe Maureen.
Aber Franziska, es stehen noch zwei junge Damen, die natürlich auch ihr Krönchen haben möchten, wenn du das hier entsprechend übernimmst. Ich hätte jetzt schon mal Schwierigkeiten, gell? Sehr geehrte Gäste, liebe Weinfreunde, liebe Kinheim-Kindler. Wir, die frisch gekrönten Weinmajestäten von Kinheim-Kindel, freuen uns sehr, Sie auf dem 32. Kinheimer Wein- und Straßenfest zu begrüßen. Ein ganz besonderer Gruß gilt den geladenen Gästen, unseren Amtskolleginnen, und die hier so zahlreich erschienen sind, und Lena Esseln, bei der wir uns bedanken möchten, dass sie uns gekrönt hat. Wir freuen uns auf zwei wunderschöne gemeinsame Amtsjahre mit euch allen. Nun laden wir Sie ein, den heutigen Abend und auch den morgigen Tag mit uns auf der Weinstraße zu verbringen. Probieren Sie die Kinheimer Weine und die Spezialitäten der einzelnen Stände. Und genießen Sie die Atmosphäre, getreu dem Motto, wer die Wahrheit im Wein finden will, darf nicht schon beim ersten Glas aufhören. Also begeben wir uns alle gemeinsam auf die Suche. Zum Wohl! Festgäste. Auch wir, die Weinprinzessinnen, freuen uns, Sie hier auf dem 32. Weinstraßenfest in Kinheim zu begrüßen. Wie Maureen bereits schon gesagt hat, ist das Amt der Weinkönigin eine jahrelange Tradition und wir freuen uns, Sie auf diesem Wege 2 Jahre lang zu begleiten. Wasser lässt Gras wachsen, Wein das Gespräch. Also leeren Sie mit Ihren Freunden die ein oder andere Flasche Wein und genießen Sie zusammen weinfrohe Stunden hier in Kinheim. Denn auch Lara und ich hoffen und freuen uns auf viele neue Erfahrungen, intensive Gespräche und hoffentlich 2 wunderschöne, durch den Wein geprägte Jahre. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem auch ich meinen Eltern Danke sagen möchte. Danke für die Unterstützung und den Rückhalt, den ihr uns bietet. Aber genug der vielen Worte. Lassen Sie uns nun gemeinsam auf eine unvergessliche Zeit anstoßen. Ja, zum Wohl. Du schöne Moselanerin, mein Herz gehört nur dir. Du schöne Moselanerin, ich trink so gern mit dir.